Hey Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Five Nights at Freddy's Fangame. Und zwar habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch. Denn wir spielen heute Five Nights at Freddy's 1 Playable Animatronics. Was mehr oder weniger bedeutet, wir spielen FNAF 1, aber wir sind die Animatronics. Außerdem habe ich gehört, dass es Beschwerden gab. Mehrfach wurde sich darüber beschwert, dass im Moment keine lustigen Zaubertricks vor den Videos kommen. Ich bin gerade bisschen am Vorproduzieren. Deswegen habe ich keine Zeit, mir jedes Mal einen Trick zu überlegen. Aber demnächst wieder mehr lustige Zaubertricks. Versprochen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Außerdem mal bei Instant Gaming vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Da gibt es günstige PC- und Konsolenspiele oder verschiedene Währungen für Online-Games. Schaut einfach mal rein, ist garantiert für jeden was dabei. Und wenn ihr da einkauft, supportet ihr mich. Also einfach mal auf den Link klicken und reinschauen. Und wir gehen jetzt rein. FNAF 1 Playable Animatronics. Das wird garantiert lustig. Okay, wir können uns jetzt erstmal Charakter auswählen. Wir gehen erstmal auf entspannt. Mit Freddy rein. Na? Die anderen gucken wir uns später an. Ich will einmal gucken, was man in dem Game alles machen kann. Okay. Oh! System Online steht oben links. Unsere Aufgabe ist es, den Eindringling zu erledigen, steht oben rechts. Objective. Kill the intruder. Also, Eindringling töten, Leute. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind tatsächlich als Freddy in Third Person unterwegs. Sieht auf jeden Fall... Haben wir irgendwie Licht oder so? Nee, Licht haben wir nicht. Okay, wäre auch zu krass, wenn wir Licht hätten. Okay, hier ist Bonnie auch unterwegs. Okay, guck mal, die gehen hier... Lol. Und man hört sogar, wie der Night Guard anruft. Crazy. Okay, Kann ich hier rein? Ah, nee. Okay. Er kann sich auf jeden Fall verteidigen, der Night Guard. Alles klar, okay. Hier ist schon mehr in dem Spiel drin, als ich gedacht hätte. Das Spiel ist zwar ein bisschen dunkel, ja, also man sieht ein bisschen wenig, wenn man so in der Third Person hinter Freddy her ist, aber ansonsten, guck mal, da drin sitzt der Typ mit seinem Tablet, ja? Denkt sich nichts Böses, aber zack, hier bin ich! Oh, er hat es geschafft, mich abzuwehren. Oh wow, ich war 100% überzeugt, dass das jetzt einen Jumpscare gibt. Okay, wir haben ihn nicht gekriegt. Warte, ich mach das nochmal. Ich meine, oben rechts ist auch eine Uhrzeit. Es ist schon 4 Uhr. Oh, damn. Okay, warte. Wir versuchen uns mal ranzuschleichen. Moment, wir gehen mal hier an der Wand dran lang. So, der Typ ist ja jetzt... Ah, hat da auch die Kameras. Er ist jetzt... Warte mal, ich gehe mal an der Tür vorbei. Okay, oh, die Tür hier ist sogar zu. Damn, Homie. Mach mal die Tür auf. Komm. Mach die Tür ruhig auf. Ich warte hier auf dich. Lass mich rein. Okay, hey, lol, er hat uns zurückgesetzt? Ich wollte gerade sagen, wir gehen einfach auf die andere Seite, greifen ihn von da an, aber wir wurden einfach... Der Strom ist alle. Oh! Ah, okay, er wurde schon erwischt. Scheinbar von Chica. Ziemlich sicher wurde er gerade von Chica hops genommen. Ich meine, wir waren bei Bonnie, also kann's, Bonnie oder ich war es auf jeden Fall nicht. Wir gehen jetzt nochmal als Freddy rein. Ich will den Typen auf jeden Fall mit Freddy erwischen. Man kann auf jeden Fall den Night Guard scheinbar so heftig auf den Keks gehen in dem Spiel hier, dass, er irgendwann keine Energie mehr hat und sich somit auch nicht mehr wehren kann. Ah, und er sieht uns auf jeden Fall, wenn wir zu nah dran sind. Ist also auf jeden Fall kein vollkommen verblödeter Night Guard. Der Kollege kann sich wehren, aber wir schauen mal, ob wir es nochmal schaffen, ihn so weit fertig zu machen, dass er keine Energie mehr hat. Warte mal, Chica. Okay, Chica wurde schon mal zurückgesetzt. Warte mal, wir laufen mal wieder hier vorbei. Was war das gerade? Wer hat ihn denn da gerade angegriffen? War das Golden Freddy? Keine Ahnung, es waren komische Geräusche. Okay, wir stehen jetzt hier neben der Tür. Aber noch passiert rein gar nichts. Also die Tür ist noch zu. Ich glaube... Oh, lol. Hä, wie kann er mich denn zurücksetzen? Er kann auch gar nichts machen. Hä? Ich laufe einfach nur an der Tür vorbei und ich werde dadurch zurückgesetzt. Frag mich nicht, warum. Aber ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ja, wie auch immer. Da vorne ist Chica. Chica wurde auch abgewehrt. Okay. Der Typ macht natürlich die Türen schon zuverlässig zu, wenn er jemanden sieht, ne?
Das ist auf jeden Fall so. Moment, macht er die Tür dann jetzt zu? Ich glaube schon, ne? Wir bleiben einfach mal kurz hier im Gang stehen. Weil bestimmt geht ihm gleich wieder der Saft aus, weil er alles die Türen zulässt, der Trottel. Ja? Keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, der Typ. Ja? Ist auf jeden Fall nicht so krass wie der Night Guard in Creepy Nights at Freddy's 2. Wir warten gerade mal hier ganz entspannt. Und bestimmt hat er gleich keinen Saft mehr. Dann bin ich dran. So Leute, wir haben jetzt wieder 5 Uhr, Tür ist zu, immer noch. Der Typ ist auch alles auf den Cams und schon hat es sich erledigt mit seiner Energie. Mach's gut, Kollege. Zack, man sieht den Jumpscare leider nicht. Schade. Okay, wir haben ihn jetzt einmal mit Freddy erwischt. Es gibt natürlich noch die ganzen anderen Animatronics, die man sich auswählen könnte. Aber wir haben hier noch den Menüpunkt Free Roam. Den will ich mir erstmal angucken. Was kann ich da machen? Okay, wir sind im Free-Roam-Modus drinne. Ich bin der Night Guard, oder was? Ja. Ich bin der Night Guard. Da sind die Animatronics. Und jetzt? Muss ich mich jetzt... Hä? Ich hätte gedacht, Free-Roam-Modus ist, dass ich als Animatronics rumlaufen kann, ohne Zeitangabe quasi, dass die mich, nicht angreifen können. Also, nein, pass auf, dass ich als Animatronics rumlaufe, aber wir halt einfach die Location erkunden können in Ruhe. Aber jetzt bin ich hier als Night Guard unterwegs, aber die Animatronics scheinen nichts zu machen. Das ist ja schon mal entspannt. Was zur Hölle ist das hier? Ah, das sind Lampen, kaputte Lampen, die von der Decke hängen. Ich dachte gerade, yo, was zur Hölle? Oh, oh. Das ist Foxy. Foxy? Suchst du Streit? Hä? Suchst du Streit? Okay, keine Ahnung. Wir können jetzt hier einfach als Night Guard locker flockig rumlaufen. Hier ist die Besenkammer. Ja. Hier ist das Büro. Auf entspannt angelehnt, ne? Ganz entspanntes Büro. Okay. Ja, ich habe echt gedacht, wir können... Ich habe nicht gedacht, dass wir im Free-Roam-Modus als Night Guard unterwegs sind. Ey, greift dir einen an? Oh, man kann durch die durchlaufen. Ja, moin. Alles klar. Und hier drin ist das Endoskelett. Grüß dich. Alles cool bei dir? Okay. Okay, ich habe wirklich damit gerechnet, dass der Free-Roam-Modus was anderes ist. Gut, wir lassen mal die Nacht ablaufen bis 6 Uhr. Vielleicht gewinnen wir irgendwas? Keine Ahnung. Wieso geht mein Strom aus um 4 Uhr, während ich genau gar nichts gemacht habe? Ist das hier für Arsche oder so? Was ist los mit dir? Was willst du? Hau ab, Fre- Hä? Ey, Leute, ich schwöre, ich stand die ganze Zeit nur im Büro. Ich habe genau nichts gemacht. Ich habe nur gewartet, dass die Zeit rumgeht. Und auf einmal geht der Strom aus und das hier passiert? Freddy? Hey! Hey, wir haben drüber gesprochen. Halt dich zurück. Halt dich zurück. Okay, aha. Ja. So ein Ding ist das nämlich. So easy gewonnen haben wir nämlich. Ganz einfache Kiste. Okay, wir gehen mal als... Okay, wir könnten auch als Foxy reingehen. Aber ich nehme erstmal Bonnie. Foxy finde ich nämlich eigentlich ganz interessant. Aber wir laufen jetzt einfach erstmal mit Bonnie hier ein bisschen rum. Aber ich glaube, es ist tatsächlich mit allen Animatronics hier relativ gleich. Ich könnte mir höchstens nur vorstellen, dass Foxy vielleicht ein bisschen schneller unterwegs ist als die anderen. Dass Foxy einfach mehr Speed hat. Ja, ich meine, das ist ja so das Ding von Foxy. Entschuldigen Sie bitte? Wer hat dieses Geräusch gerade gemacht? Was soll das? Okay, da ist der Night Guard. Oh ja, er macht die Tür natürlich sofort zu, wenn er uns auch nur sieht. Man darf echt nicht zu nah an die Tür rangehen. Macht diese komischen Atemgeräusche nicht sonst eigentlich Chica? Naja, keine Ahnung. Okay, warte mal. Wir chillen mal kurz hier an der Ecke. Okay, drüben hat der Chica abgewehrt. So, warte. Er guckt auf die Camps. Er passt nicht auf. Zack! Ich bin Profi. Okay, ganz einfache Kiste, Leute. Das war auf jeden Fall Five Nights at Freddy's Playable Animatronics. Wir haben jetzt natürlich noch so 2, 3 Animatronics. Die gucken wir uns einfach im nächsten Part an.
Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Ich glaube, mehr Videos können wir hierzu gar nicht machen. Aber ich will auf jeden Fall mal schauen, was Foxy noch so kann. Und wir können in diesem Spiel auch das Endosklett spielen. Ah, ihr wisst ja, ich spiele gern das Endosklett. Aber ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Euer Tjolfa verabschiedet sich. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit diesem Video. Macht's gut und bis dahin.